Also schön, wir fangen die Rundtour mit einem kleinen Blick auf Leo Leonidas an. Ja, keine Leo. Ja, dann geht es ja von Leo hierhin, wo der Stromschalter ist und das Regal. Hier sind gerade die Putzsachen und da ist auch der Staubsauger und so. Eigentlich habe ich nichts dagegen, wenn das da bleibt, aber naja. Das ist jetzt mein Regal, also Teile davon. Und ja, schon leicht und schon die ersten Mitbewohner. Dann haben wir hier Unordnung. Das wird, zeige ich euch dann am Ende vom Projekt, wie viel Plastikmüll das Projekt gebraucht hat. Hier haben wir noch den Farbbottich, ein Kissen und das. Hier ist jetzt mein Vorhang. Der ist so gemacht. Also ich finde das super. Ich finde das wunderschön und ich mag auch die Vorhangstange da und ja, oh, da ist Beet. Entschuldigt, ich muss kurz ein Bild davon machen. ja, hier ist mein, der ist dann so lange, also bis vor über der Heizung. Und ja, das ist das Kuschelzeug, das ich euch ja gezeigt habe. Da ist was wirklich Nostalgisches. Das ist der Hocker von meiner Uroma. Und hier seht ihr auch schon den ersten Teil vom Teppich. Und da ist mein alte Kinder Schreibtischstuhl. Hier ist mein Sessel. Der hat eine Husse drüber, so heißen diese Dinger, das sind Überwürfe, damit der schöner aussieht. Und ich fand auch, das ist schöner mit dem Grau, damit es einfach farblich besser passt und mit dem Rosa. Also ich muss schon sagen, da habe ich richtig Glück gehabt. Ich habe nur, es gab nur dieses Grau als Hussenfarbe oder so ein hässliches Braun oder noch so ein Weiß. Und bei Weiß dachte ich mir, habe einmal eine Periode und passt nicht auf, dann hast du das Problem. Und bei dem Braun war ich mir nicht sicher, weil ja eben so viele andere Sachen da so sind. Farblich und ja, da dachte ich mir so, nö. Dann habe ich auf jeden Fall mich für eine graue Husse entschieden. Und entsprechend, nachdem ich die graue Husse hatte, habe ich dann auch alles andere, was textilientechnisch ist, in Grau. Und ich muss sagen, ich habe echt Glück gehabt, dass ich gut aufgepasst habe, was der Schreiner gesagt hat, weil dadurch sieht der Teppich echt aus, als wäre direkt für dieses Zimmer gemacht worden. Und ja, das hier ist mein Vorrat an Sachen, also Binden, Seifen, Waschlappen, medizinisches Zeug, Pflegeartikel und so weiter. Das war bisher immer auf dem braunen Schrank, habe ich euch glaube auch gezeigt, und ist jetzt in diesen wunderbaren Karren drinnen, die man dann bewegen kann und alles. Und das ist dann beweglicher und viel flexibler. Ja, dann da ist jetzt die Klimaanlage erstmal. Ja. Hier geht es dann weiter erstmal mit der Unordnung, mit Sachen, die alle dann in den Kleiderschrank rein müssen. Da ist noch Computerprojektgeschichten, kann ich euch auch mal noch ein Update geben. Meine Handtücher. Ja, das ist mein Regal jetzt mal von hinten. Das ist die Ecke mit dem Fernseher. Gut, jetzt sieht man, dass ich gerade keine Hosen trage, aber das ist mein Fernseher. Und es ist Fernsehereck. Bitte beachtet nicht mich. Und ich finde, das ist so eine super gemütliche Optik. Da sind die Konsolen. Und ja, sonst gibt es eigentlich so. Also ich muss jetzt nicht auch noch den Spiegel nicht zeigen. Da hinten habe ich eine Klappmatratze und eine Notfalltasche, wenn irgendwas mal wäre, dass ich mal notfalltechnisch alles da habe. So Krankenhaus, man muss irgendwo hin, egal wie. Ja, dann hier haben wir meine Wand und ich liebe diesen Übergang hier, weil es sieht echt aus, als wäre das so direkt gemacht worden, nur dafür. Und ja, dann haben wir hier unten auch schon meinen Swifter,
Der ist dann, wenn ich dann irgendwann mal hier einziehe, wichtig, dass ich dann genügend Internet habe. Und ja, jetzt, ja, das war eigentlich alles. Mit einem Blick auf die Wand beende ich jetzt das Video. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ja, also das ist noch sowas, was mich gerade ein bisschen stört. Hier sind noch so Bausachen. Ich gebe es zu, die sind noch da und die Unordnung. Aber ja, es wird. Sagen wir es mal so. Ja, das war eigentlich alles. Dann seid ihr jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Hier haben wir Rollen für Sachen, die sich bewegen müssen, also so schwerere Dinge. Und wie gesagt, also diese Karren, die kann ich echt mega empfehlen. Die sind zwar Plastikbomber ohne Ende, aber die sind auch mega praktisch, wenn man die. Ich habe die jetzt halt so zusammengesteckt. Eigentlich ist es weiß auf weiß und grün, sind insgesamt eben, wie gesagt, 6 Stück. Und ich habe die jetzt halt so zusammengebaut, weil ich mir fand. Für mich war es einfach so schöner. Und ja, aber ich würde tatsächlich gerne, wenn ich es nochmal könnte, würde ich jetzt. Nee, ich glaube doch nicht. Es ist so schon schön. Aber ja, ich weiß nicht. Da muss ich nur überlegen. Also ich würde gerne noch ein paar Karren von denen haben, weil die sind echt mega. Ja, das war eigentlich alles soweit. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video, wo ich dann euch ein bisschen was über den Fernseher erzähle, weil da gibt es auch mal wieder eine lustige Geschichte. Und mein Computerprojekt-Update. Also dann, bis bald. Tschüss.